Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Publikation aus Science vor. Es geht hier um die Mutante D614G des SARS-CoV-2-Virus und die Infektiosität in einem Ex-Vivo-Modell und einem In-Vivo-Modell. Die D614G-Mutation im Gen für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 hat in Zellkulturen in den Tierexperimenten die Infektiosität von SARS-CoV-2 deutlich erhöht. Ein Anstieg der Pathogenität war jedoch nicht nachweisbar. Die D614G-Variante hat sich in der derzeitigen Pandemie erstaunlich schnell durchgesetzt. Sie ist heute weltweit für die meisten Infektionen mit SARS-CoV-2 verantwortlich. In einer Reihe von Experimenten wurde versucht, die Gründe hierfür zu ermitteln. Die Forscher haben die D614G-Mutation in SARS-CoV-2 erzeugt und dann Zellkulturen infiziert. In einem Experiment vermehrten sich die Zellen 3, 7 bis 8,2-fach stärker. Wenn die Zellen mit beiden Varianten infiziert wurden, benötigten die Viren mit der D614G-Mutation gerade einmal 3 Passagen, um sich gegenüber dem Wildtyp von SARS-CoV-2 durchzusetzen. Auch bei Hamstern haben die Viren mit der D614G-Mutation schnell andere verdrängt. Die Pathogenität von SARS-CoV-2 wurde durch die Viren nicht erhöht. Die infizierten Hamster verloren zwar etwas mehr an Gewicht, die Läsionen in den Lungen unterschieden sich laut Baric jedoch nicht wesentlich von einer Infektion mit dem Wildtyp. Die erhöhte Infektiosität könnte darauf beruhen, dass sich die Viren infolge der D614G4-Mutation vor allem in der Nasenschleimhaut schneller ausbreiten. Dies führt vermutlich zu einer vermehrten Ausscheidung der Viren. In Experimenten, in denen jeweils ein infiziertes mit einem gesunden Tier in einem Käfig zusammengebracht wurde, steckten sich innerhalb von 2 Tagen 6 von 8 Begleithamster mit der D614G-Variante an. Nach 4 Tagen waren die Tiere in allen Käfigen infiziert. Bei dem Wildtyp erfolgte an den ersten beiden Tagen keine einzige Übertragung. Nach 4 Tagen waren jedoch ebenfalls alle exponierten Tiere infiziert. Negative Auswirkungen auf die Wirksamkeit einer Serumtherapie oder auf die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern, die derzeit klinisch geprüft werden, sehen die Forscher nicht. Die neutralisierende Wirkung von 25 Spenderseren und 6 monoklonalen Antikörpern war nicht herabgesetzt, obwohl subtile Veränderungen erkennbar waren. Die Schutzwirkung der derzeitigen Impfstoffe wird ebenfalls nicht herabgesetzt, obwohl hierzu keine Experimente durchgeführt wurden. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation in Science.